Wie war für dich die Hochzeit? War es cringe? Kannst du so ein bisschen erzählen, wie war es für dich? Ich kann mich nicht an so viel erinnern, ehrlich gesagt. Wien war wirklich ganz, ganz wild. Ich will heute mit euch ein bisschen drüber reden. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in den Chat rein. Ich muss das irgendwie rekapitulieren, ein bisschen Revue passieren lassen, weil im Video auf YouTube ist längstens nicht alles drin, was passiert ist. Weil das mit Wien, das war wirklich ein ganz, ganz übles Ding. Waren alle in Wien so arm, wie ich es denke? Wien ist nicht so billig wie Deutschland, aber nichtsdestotrotz ist es extrem billig. Also es ist nicht so teuer wie in der Schweiz. Fangen wir ganz vorne an. Scheiß drauf. Erstens, vielen Dank, dass das Video so unglaublich gut ankommt. Ich glaube, es hat in 4 Stunden 35.000 Views gemacht. Das ist für mich ein neuer Rekord. Und deshalb, ich küsse eure Herzen, dass das Video so extrem gut ankommt, weil das war ein Video, das wieder mal so ein bisschen über die Limit meiner Kapazitäten herausging. Man kann so pro Tag 8 Stunden arbeiten und dieses Video war wieder so ein bisschen zu viel, weil ich esse nicht mehr, ich schlafe nicht mehr gut, ich arbeite einfach viel, aber juckt euch nicht. Also, das war das spontanste Video, das ich jemals gemacht habe. Ich saß, glaube ich, saß ich hier in meinem Zimmer und dann ist mir irgendwie die Idee gekommen, ey Digga, der Hype ist so big, ich muss nach Wien, ich brauche diese Views. Nee, ich dachte mir so, Digga, ich muss Hannah besuchen oder Hanna muss mich besuchen. Bei mir ist es immer so, wenn ich eine Idee habe, dann will ich das unbedingt umsetzen. Dann habe ich innerhalb von einer Stunde habe ich Maelo geschrieben. Ich habe meiner Großmutter angerufen und gesagt, ey, ich brauche ein Auto, ich muss unbedingt nach Wien morgen. Und dann hat meine Großmutter gesagt, ja, aber ich werde am Mittwoch 80. Habe ich komplett vergessen. Deshalb konnte ich ihr Auto nicht nehmen und deshalb muss ich irgendeinen Weg finden, wie ich zu einem Auto komme. Dann kam mir in den Sinn, dass ich mal mit einem Kollegen in Basel gefilmt habe bei Rego. Rego ist eben diese Firma mit den Teslas. Und dann habe ich dem Rego-Dude angerufen und gesagt, ey, yo, Digga, ich brauche jetzt wirklich einen Tesla. 2 Stunden später konnte ich den Tesla abholen. Chat, wirklich. Chat, ihr seid wirklich zum Kotzen. Ich fick eure Mütter, Digga, Chat. Zuerst habe ich Maelo so geschrieben, ey, ich gehe wahrscheinlich diese Woche nach Wien so, Hanna besuchen, bla bla bla. Und dann wurde die Story immer konkreter und ich dachte, da kann man ein recht großes Ding draus machen. Habe ich Maelo geschrieben, ey, yo, du musst mitkommen nach Wien. Das Ding war eben, Maelo und ich haben gesagt, ey, wir sind zu viel unterwegs, wir müssen ein bisschen mehr zu Hause bleiben. Und deshalb wusste ich nicht, ob Maelo in ist, weil wir waren in letzter Zeit nicht zu viel zu Hause. Aber ich habe ihm geschrieben, Digga, wir müssen jetzt nach Wien, wir müssen dieses Video machen. Dann haben wir alles gepackt, sind am nächsten Tag um 12 Uhr, nee, 15 Uhr sind wir losgefahren und ich weiß nicht, wie ich das geplant habe, aber ich habe gedacht, wir brauchen so 8 Stunden nach Wien mit dem Tesla. Die Realität war dann, wir waren nach 8 Stunden in Linz. Linz war so 2/3 des Weges. Das heißt, wir mussten noch 4 Stunden fahren. Insgesamt mit Laden und allem brauchten wir, glaube ich, 14 Stunden. 13, 14 Stunden bis nach Wien. Kamen um 4 Uhr morgens in Wien an. Das war auch im Video drin, im YouTube-Video. Maelo hat immer so gefragt, ey, hast du ein Hotel gebucht? Immer so, ja, ich buche dir ein Hotel, ich buche das, ich mache das. Dann habe ich das gebucht, alles easy. Ibis Hotel, das räudigste vom Räudigen, war trotzdem extrem teuer, weil es so kurzfristig war. Auf jeden Fall stand auf der Webseite, ey, ihr müsst gegen 0 Uhr einchecken. Spätestens einchecken, 0 Uhr. Wir saßen um 0 Uhr irgendwo an der deutschen Grenze und dann rufte ich das Hotel an und sagte, ey, das reicht uns nicht bis 0 Uhr, können wir auch irgendwie um 4 Uhr morgens einchecken? Dann der Dude so, ja, haben Sie gebucht, haben Sie eine Nummer? Ich so, ja, safe, hab gebucht, hier ist die Nummer. Der schaut nach, Sie haben in einem Monat gebucht, Digga. So dumm kann keiner sein. Ich habe den Monat verwechselt beim Buchen. Das heißt, ich musste nochmal für 100 Franken das Datum verschieben. Zum Glück ging's. Das heißt, es war nicht so teuer, das Umbuchen, aber es war trotzdem teuer. Dann sind wir um 4 Uhr morgens dort angekommen, nächsten Morgen aufgestanden. Kein Frühstück war inbegriffen, deshalb gingen wir in einen Laden. Dort konnte man nicht mit Karte bezahlen, deshalb mussten wir Geld abheben und dann wieder zurückgehen und bezahlen. Dann gehen wir zum Auto und beim Auto steht, yo Digga, eine Anzeige. Es war nicht ein Buß, es war eine Anzeige. Und ich kann euch jetzt das erklären, wieso wir diese Anzeige bekommen haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Straße geht in diese Richtung. Drei Linien nebeneinander, auf der rechten Seite ein Charger. Und da war schon ein Tesla dran. Und weil bei den Teslas der Charging Port hinten ist, mussten wir den Tesla drehen und rückwärts einparkieren, dass wir mit dem Kabel vom Charger zum Tesla kommen. Dann dachte sich wahrscheinlich ein Polizist am Morgen, ah, der steht ja verkehrt. Der ist wahrscheinlich die ganze Straße falsch runtergefahren zum Charger. Und Patrick, du hältst jetzt dein Maul. Nein, sag bloß. Ey, es ist wirklich. Die Polizei dachte, wir sind die ganze Straße falsch gefahren, hat uns eine Anzeige gemacht. Und ich weiß nicht, was eine Anzeige bedeutet, ob wir jetzt hier noch was hören oder nicht. Aber ich glaube schon auch, dass der Polizist gedacht hat, ah, die haben eine Schweizer Nummer, die haben Cash, den geben wir jetzt mal.
Eine Anzeige, Digga. Ich hoffe, dass da irgendwo eine Kamera war und man auf dieser Kamera sieht, dass wir nur das Auto gedreht haben und am nächsten Tag wieder weggefahren sind. Auf jeden Fall waren wir dann in Wien, gingen zu Mike Welles in die Wohnung und dann hat Mike uns gesagt, yo, Hanna war heute bis um 8 Uhr morgens wach und hat sich Mr. Beast Videos reingezogen. Sie hat gesagt, sie kommt nicht. Was, sie kommt nicht. Wir fahren jetzt 14 Stunden nach Wien für den Prank und sie sagt einfach, nee, ich will heute nicht, bla bla bla. Aber ging alles gut, sie ist dann später gekommen. Funny, sie ist gekommen. Funny joke, Digga, sie ist gekommen. Ja, das war gut, dann ist Hanna gekommen, dann haben wir sie überrascht, ich habe sie geheiratet. Es war actually sehr, sehr cringe und ich war auch sehr, sehr nervös. Ich war wirklich sehr, sehr nervös. Ich weiß nicht, wieso ich so nervös war. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich habe ja Hanna schon gesehen, aber irgendwie, wir hatten halt nur einen Versuch, das Ganze zu drehen und diesen Versuch durften wir nicht verscheißen. Deshalb war ich nervös. Ey, Chat, ihr seid wirklich Fan-Moment. Ihr habt die Hochzeit doch perfekt durchgeplant. Wir haben nichts geplant. Großes Shoutout an meine Mutter, als ich ihr gesagt habe, hey, yo, ich fahre morgen nach Wien. Meine Mutter ist Floristin. Hat sie gesagt, ich mache euch ein... Dann hat sie gesagt, yo, ich mache euch einen Brautstrauß. Dann hat meine Mutter mir einen Brautstrauß gemacht. Deshalb... Kuss, Digga. Inzest. Und dann haben wir eigentlich nur noch gechillt den ganzen Nachmittag, hatten Sex, was sonst. Hanna ist wirklich, und Chat, das ist wirklich krass, was Hanna für ein Pepega ist. Hanna ist wirklich ein Real-Life-Pepega hoch 5. Die hat den Blumenstrauß, glaube ich, dreimal vergessen. Einmal im Restaurant, einmal bei Mike und dann nochmal im Restaurant. Dann hat sie ihre Pizza im Restaurant vergessen. Dann kam der Mitarbeiter von der L'Osteria mit so einem Paket dran und sie danach, hier ist deine Pizza, hat sie vergessen. In einem traditionellen wienerischen, österreichischen Restaurant hat sie sich den ganzen Wein übers Shirt gekleckert. Chillig, Digga. Und ansonsten wirklich Hanna eine sehr, sehr loste Person. Aber... ich weiß nicht, ich schau mal kurz, ob ich Hanna anrufen kann, das wäre geil. Bist du ein Pepega? Ja. Du sagst sogar selber. Du auch? Ja, zu dir, ja. Postchamp, nein, Milo hat mir heute geschrieben. Milo hat dir heute Postchamp geschrieben? Ja. Wie war für dich die Hochzeit? War es cringe? Kannst du so ein bisschen erzählen, wie war es für dich? Ich kann mich nicht an so viel erinnern, ehrlich gesagt. Ich war irgendwie, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt? Ich war nicht so, irgendwie so erschrocken. Und dann war ich mir so... da. Und das, was du mitgekriegt hast, wie war das? Ja, war okay. Ja. Was sagst du? Ja, ich habe schon erzählt, aber du musst sagen. Erzähl, was du erzählt hast. Ja, ich habe gesagt, dass ich nervös war, dass ich viel nervöser war, als ich eigentlich sollte. Ich war nicht nervös, ich war total cool. Ja, aber du wusstest auch nicht, dass ich komme. Ja, aber nachher, wie du da warst, habe ich es gewusst. Ah, wirklich? Krass, ja, das... Nee, aber cool. Also ich habe echt Angst gehabt vor dem Video tatsächlich. Hast du bemerkt, dass irgendetwas anders ist, als Mike dir geschrieben hat, jo, wir drehen morgen was? Also war es so etwas anders oder war es wie immer? Nee, es war wie immer, weil der Mike macht es ständig, dass er sagt, ich soll kommen und dann sage ich, bin müde, dann sag er, komm und dann komm ich. That's what he said. Das mit dem Chef war auch ganz normal, dass der auf einmal im Schrank war oder dass er mich mit irgendeiner Person überrascht. Der Mike hat schon öfter gesagt, dass du da bist und in Spanien haben sie auch gesagt, ah ja, der Adi kommt deswegen. Hast du daran geglaubt, dass ich kommen würde? Nee, gar nicht, weil das schon so ein Running Gag war, so natürlich nicht. Komplette Überraschung, das ist so wie, wenn du jetzt aus dem Haus rausgehst und dann ist da Young Hoon oder so und du denkst so, hä, wie kann das ist sein? Ist er Young Hoon? Nee, schwach. Der 13.10.2021, das ist so ein schickes Datum. Das ist ein schönes Datum, 13.10. Nee. Hä, ist doch schön, what the fuck? Schlimmer geht's gar nicht. Ja, okay, halt einmal. Ja, aber, Frau? Shut up. Hä? Wieso, shut up? Hey, sorry, Mann. Kein Blödsinn machen und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, ciao. Okay, tschö. Gatschi gessen, Chat. Ja, was haben wir in Wien noch gemacht? Wir waren noch beim Schloss Belvedere. Wir haben noch gestreamt. Das war wirklich eine super Internetverbindung in Wien, muss man sagen. Wirklich gar nicht zum Kotzen, das Internet da. Wir haben viel gegessen und dann mussten Maid und ich schon wieder zurückfahren. Die Rückfahrt war besser. 10 Stunden, glaube ich. Die Rückfahrt war wirklich schneller, weil wir waren in Österreich und ich wollte zurück in die Schweiz. Und Maid und ich gingen am zweiten Tag am Morgen joggen zusammen. Das wäre insane. Die Österreicher sagen mir immer, ich sag Hotel. Aber es heißt Hotel. Hotel? Hotel. Ich sag bequem und die Deutschen sagen bequem. Wir sind durch Wien gejoggt vom Hotel zu einer Bäckerei, in der nur Rentner waren. Und ich muss sagen, das Rentner-Life ist einfach sehr, sehr geil. Ich habe das richtig enjoyed, mit so Rentner in der Bäckerei zu sitzen. Die sind alle da. Zum Beispiel so Pärchen, die reden nichts. Wenn man so ein Rentner-Pärchen ist, da muss man nichts mehr reden. Die sind so mit der Zeitung. Dann lesen die Zeitung, die sind zufrieden. Dann stehen sie auf und sagen... vielen Dank, obwohl niemand zuhört. Es ist ein riesen Vibe in der Bäckerei. Das ist geil. Rentner also. Ey, ich kann nichts erzählen, wenn ich dieses Emote sehe, Digga. Ich schwöre, ich kann nichts erzählen. Cool Story, Bro. Hat's dir überhaupt gefallen in Wien? Ja, Wien war schön. Also so der Kreis 1, ich weiß nicht, wie der heißt. Einfach so die Mitte von Wien fand ich sehr, sehr geil. Aber wiederum so außen...
bei Wien sieht es schon sehr östlich aus. Milo und ich haben als Joke auch immer zu Wien den Ostblock gesagt. Wir haben immer gesagt, wir sind angekommen im Ostblock, Digga. Das war funny. Es sieht schon aus wie im Osten. Also ich habe immer das Gefühl, und lacht mich jetzt nicht aus, ich habe immer das Gefühl, Wien ist unter München. Also du hast wie die Schweiz hier, dann ist hier Österreich und hier oben ist München. Das habe ich das Gefühl. Aber immer, wenn ich dann mal die Karte anschaue, dann sehe ich, wie weit rechts Wien eigentlich ist. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie östlich Wien ist, Digga. Stupid Streamer. Nee, nicht Stupid Streamer. Genau gleich wie England für mich auf einer gleichen Ebene ist wie wie die Schweiz. England ist für mich einfach im Westen der Schweiz. Ja, das war die Geschichte von Österreich. Sehr, sehr wild. Ich habe jetzt eine Frau und ich muss sagen, ja, das Verheiratetenleben ist schon stressig. Man muss immer auf die Frau aufpassen und so. Ja, komm, lass es. War funny und vielen Dank für den Support beim Video. Kuss, kuss, kuss.